Hallo YouTube, ich bin Meister Bini. Ich will noch mal ganz kurz ein Video machen zu dem Thema Plotsprengung. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Guckt da einfach mal auf meine Videos. Guckt euch das vielleicht als erstes an, das andere. Und dann das hier, weil das nur ein kleiner Nachtrag ist. Beziehungsweise wahrscheinlich, wie ich mich kenne, ein längerer Nachtrag. Ja, es geht allgemein um die Frage. Plotsprengung, wobei die in der Grundlagendiskussion, die auf dem Nerdpol geführt wurde, schon lange nicht mehr einzig das Thema ist, sondern viel eher Rollenspiel als Ganzes thematisiert wurde. Und ja, ich möchte mal ganz kurz zu den verschiedenen Themen Stellung nehmen, die dort mittlerweile angeschnitten wurden. Das Ganze hat quasi eigentlich angefangen mit der Frage, um den Standard-DSA-Meister, der wohl in den 80er und 90er Jahren dazu angehalten wurde, die SpielerInnen, die quasi unter ihm dienten, zum Plot zu zwingen, zur Geschichte zu zwingen. Das heißt, die SpielerInnen wollten nicht nach links gehen, dann muss ich irgendwas tun, ganz frei nach dem Grundgedanken der Splinter Cell-Reihe, zumindest der ersten beiden Spiele. Oh, die Tür klemmt, deswegen musst du leider geradeaus laufen. Dass das irgendwie überholt und blöd ist, wurde thematisiert, was grundsätzlich ja auch eigentlich, oder nicht nur grundsätzlich, was eigentlich komplett richtig ist. Weswegen in den neueren DSA-Büchern, weswegen ich übrigens die Kritik so ein bisschen, naja, finde, darüber geredet wird. In dem DSA 4 Handbuch wird ganz am Anfang dazu Stellung genommen und gesagt, lieber Spielleiter, lieber Meister, Spielleiterin, Meisterin natürlich, lasst euren Leuten Freiheiten. Denn ganz ehrlich, das ist doch eigentlich das, worum es im Rollenspiel meiner Meinung nach geht. Und das ist wirklich nur meine Meinung. Im Gegensatz zu Computerspielen zum Beispiel kann ich alles machen. Ich kann tun und lassen, was auch immer ich will. Denn ich bin der Mensch, der hier gerade spielt. Ich bin nicht an irgendeine Geschichte gebunden. Es ist natürlich toll, wenn die Geschichte trotzdem verfolgt wird. Und ich muss sagen, ich als Spielleiter, slash Meister, slash was auch immer, sage schon irgendwann, hey Leute, wollen wir nicht vielleicht die Geschichte weiterspielen, wie auch immer die aussieht? Und wollen wir uns nicht hier so in diesen Einzelheiten verfranzen? Meinetwegen, wenn es zum Beispiel um Käufe geht. Denn ewig lange Einkaufstouren, oh, ich muss jetzt noch Stoff holen, ich muss jetzt noch Seile holen, können echt ermüdend wirken. Ja, trotzdem wird das halt thematisiert, es wird auch ganz viel anderes thematisiert und ich versuche jetzt mal Punkt für Punkt durchzugehen, denn mir brennen da noch ein paar Sachen auf der Zunge. Und ich fange mit dem für mich wichtigsten Thema überhaupt an, das angesprochen wurde. Und zwar das Thema, wie umgehen mit Neulingen, in Anführungsstrichen. Und dazu einige Gedanken. Es wird in einem Beitrag auf dem Nerdpol, wie gesagt, da wo die Diskussion stattfand, ich möchte mal dazu dann auch wieder einen Link in die Beschreibung hauen, wird behauptet, dass der Spielmeister, der Meister, der DSA-Meister, die meisten Menschen davon abhalten würde, Rollenspiel zu machen. Und zwar nicht die Begrifflichkeit des Meisters, das heißt, ich sage Meister Bini und alle Neuankömmlinge sagen, oh mein Gott, er heißt Meister, oh, wir rennen alle weg, sondern die Art und Weise, die wohl hinter dem Wort Meister lauert. Und zwar das ja, permanente Drängen, in eine Richtung drängen, das Freiheiten beschneiden, dass die SpielerInnen bescheißen, so ungefähr, um es mal ein bisschen überzogen zu sagen. Aber ganz ehrlich, erstens ist das heute nicht mehr gang und gäbe, zumindest in den Runden, die ich hatte und in denen ich mitgespielt habe oder in denen ich gemeistert habe. Und zweitens meine ich, dass hundertprozentig andere Sachen wichtig sind für Neuankömmlinge und die möchte ich jetzt mal auffordern. Das ist persönlich meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mit Menschen darüber gesprochen habe, warum sie eigentlich nicht Rollenspielen wollen und Rollenspiele machen wollen und das Ganze noch ein bisschen erweitern, denn das war auch mit dann in der Diskussion
vorhanden, dass warum sich die Leute nicht auf Foren oder in Foren wie eben dem Nerdpol betätigen. Ja, da habe ich mal ein bisschen nachgedacht und so die Top-Antworten rausgesucht, die mir da entgegengekommen sind. Und Platz 1, ich fange einfach mal Platz 1 an, ist ganz eindeutig auf die Frage, warum willst du eigentlich nicht Rollenspielen? Hast du Lust, mit uns Rollenspiele zu spielen? Ist die Frage, Antwort 1, nee, ganz ehrlich, das Ganze ist mir zu ernst. Und das ist ein Vorurteil, das, glaube ich, ganz viele Leute haben, dass alle Rollenspieler mega die verbissenen Leute sind, die unglaublich auf jede Regel achten und die, wenn du falsch würfelst oder den falschen Weg nimmst oder was auch immer, irgendwas Falsches sagst, Praios nicht Praios nennst, sondern ihn Dumbledore nennst oder was auch immer, dass dann alle Rollenspieler aufspringen und losschreien. Und ich glaube leider, dass es solche Leute noch gibt, die wirklich jeden Regelverstoß mit quasi übertragenem Sinne 30 Ausrufezeichen beantworten müssen und sagen müssen, das ist aber falsch und das geht nicht so und so. Das ist Platz 1, warum Leute nicht Rollenspielen wollen. Meiner Erfahrung nach. Und das ist immer ganz so wichtig bei diesen Videos und bei dieser Diskussion. Meine Erfahrung nach. Das kann auch meinetwegen eurer Erfahrung nach anders sein. Und als kleine Side Note, bitte sagt doch mal, und das ist doch mal wichtig, sagt doch mal, vor allem an Neuankömmlinge quasi, in Anführungsstrichen, was hat euch denn abgehalten, davor damit anzufangen? Wusstet ihr einfach nichts davon oder habt ihr gedacht, eure Gedanken sind wichtig. Und auch für alle anderen, die seit 30 oder 20 oder 10 oder wie viele Jahren auch immer spielen, überlegt mal, warum habt ihr angefangen und was waren eure größten Ängste? Platz 2. Auf die Frage, du als Rollenspieler, der du jetzt schon echt längere Zeit spielst, warum bist du nicht auf irgendeinem Forum aktiv? Und darauf eine ganz klare Antwort meiner Meinung nach, und wenn ich mit Leuten, wie gesagt, geredet habe, die Antwort Nummer 1, hast du mal gesehen, wie die Leute da miteinander reden? Da wird sich angekeift, da wird groß geschrieben, in Großbuchstaben, nein, das stimmt nicht, da werden tausend Ausrufezeichen benutzt, Beleidigungen benutzt, da werden Leute degradiert, da wird unglaublich arrogant miteinander geredet. Und leider muss ich sagen, das stimmt zum Teil. Also, wenn ich da in anderen Foren, ich will mal hier keine Namen nennen, aber in anderen Foren unterwegs bin, ist das ganz schön heftig, was einem da entgegenkommen kann. Meiner Meinung nach bisher auf dem Nerdpool noch nicht gewesen, außer bis jetzt in dieser Diskussion. Wir hatten zwei Leute, die rumgetrollt haben, aber die sind relativ schnell weg gewesen. Ja, deswegen immer wieder, warum ich das immer wieder wiederhole unter jedem Beitrag und so. Leute, redet freundlich miteinander. Und zwar echt nicht nur um eure selbst willen oder wegen den Menschen, den ihr anspricht, sondern auch wegen den Leuten, die sich meiner Meinung nach, oder die sich noch nicht angemeldet haben, sondern einfach mal nur durch das Forum durchscrollen. Und wenn die dann Grundsatzdiskussionen über 16 Seiten mit Großbuchstaben und Beleidigungen sehen, dann melden die Leute sich nicht an. Würde ich auch nicht. Ich würde da sitzen und mir denken, was zur. Ich mach doch nicht immer, lass mich doch in meiner Freizeit nicht irgendwie beleidigen oder so. Das ist doch klar. Deswegen ist es super wichtig, nett miteinander zu reden. Platz 3. Ihr merkt schon, das sind immer wieder unterschiedliche Fragen, deswegen passt das mit dem Platz vielleicht nicht. Ich habe das jetzt einmal mit Platz genannt, weil sich es toll anhört. Platz 3. Auf die Frage, du als Neuankömmling, warum willst du nicht gleich mal in einem Forum dich engagieren? Denn da sind viele Leute, die wissen vielleicht Sachen, die du nicht weißt, da kannst du nachfragen. Und da die Antwort, die so prominent ist und die so wichtig ist, was? Ich? Forum? Rollenspiel? Mit den Leuten, die seit 30 Jahren Rollenspiel spielen? Pff, definitiv nicht. Wenn ich eine Frage stelle, werde ich in der Luft zerrissen. Richtig. Passiert richtig häufig. Ist mir häufig passiert, weswegen ich in bestimmten Foren nichts mehr poste, weil ich Angst habe, dass ich auf Fragen, die rudimentär sind, bescheuerte Antworten kriege. Das Wichtigste ist doch, dass wir als Leute, die schon etwas länger im Forum sind und etwas länger spielen, dass wir der Maxime folgen, jede Frage ist berechtigt. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten.
Natürlich gibt es Fragen, die nur darauf abzielen, weiß ich nicht, habt ihr denn keine Freunde, meinetwegen, ja? Okay, gebe ich zu, die Frage ist blöd, aber darauf muss Mensch ja auch nicht antworten. Aber ansonsten gibt es keine dummen Fragen. Die Frage, ja, wir wollen Rollenspiel machen, aber wir wissen nicht so richtig, wir müssen ja irgendwie, wenn irgendwer sagt, ich möchte über den Tisch springen, dann müssen wir das ja irgendwie messen. Hat er das jetzt geschafft? Wie machen wir das? Das ist keine dumme Frage. Die ganz einfache Frage, guck mal hier, das ist mit Würfeln, magst du die nicht? Vielleicht das Video mal angucken. Hey, da gibt es einen Livestream, da machen die Leute das vor. Oder schreibt den an. Oder ja, klar, wir treffen uns über Skype oder so. Und dann erkläre ich euch das mal vielleicht ein bisschen. Es gibt keine dummen Fragen. Das ist die Hauptmaxime, der wir folgen sollten, meiner Meinung nach. Und das, glaube ich, wäre es auch erstmal. Es gab noch einen Platz 4, den habe ich gerade großartigerweise vergessen. Ach ja, richtig. Ja, genau. Und nochmal auf die Frage, die gleiche Frage. Neuankömmlinge und Foren. Warum bist du eigentlich nicht in einem Forum? Ist ganz ehrlich, ich verstehe kein Wort. Die Terminologien, die wir benutzen, die für uns normal sind. Als Leute, meinetwegen, sorry, dass ich jetzt auf DSA zu sprechen komme, aber das ist nun mal das einzige System, was ich spiele. Oh mein Gott, du spielst nur DSA? Ja, ich bin nur DSA. Irgendwie macht mir das aus unerfindlichen Gründen Spaß. Entschuldigung, das war bestimmt jetzt, kam jetzt bestimmt blöder rüber, als ich es formuliert hatte. Tut mir leid. Die Terminologien, und da müssen wir uns, glaube ich, alle an der Nase fassen. Weiß ich nicht, wie Orkensturm, ja, Praios, Fex, alle Terminologien, die wir so drauf haben. Was wurde jetzt, welches Wort wurde jetzt hier gerade in Rekordzeit, glaube ich, Roading oder so, das ist ja auch ein Wort, was ich überhaupt nicht kannte, was mir erstmal erklärt werden musste. Ich suche es mal bestimmt. Habe ich gesagt, es jetzt Railroading, ja, Railroading, das ist das Wort. Wusste ich überhaupt nicht, was das ist, musste mir erklärt werden. Und wenn ich in einem Forum neu bin und noch keine richtige Ahnung habe, dann ist das für mich unglaublich schwierig, Texte zu verstehen. Weil, weiß ich nicht, 50 oder 60% der Wörter ich nicht kenne. Und das ist unglaublich frustrierend. Also ich kenne das aus verschiedenen anderen Bereichen. Wenn ich da im Musikbereich denke, und auch gerade in den ausgewiesenen Neuan, also in diesen Noob-Foren, Anführungsstrichen, weil Noob immer so negativ besetzt. Ich mag meinen das jetzt überhaupt nicht negativ. Ja, wenn dann Leute anfangen, ja, also wenn du etwas aus der Ferne, also wenn etwas weiter weg sein soll von dem Hörenden, dann ist das eine relativ einfach, dann machst du einfach eine zweite Spur aus, packst das alles irgendwie in ein Bass, so was du in der Ferne haben willst, dann machst du halt einfach einen kleinen Kompressor drauf, achte darauf, dass die Kompressor. Ihr kriegt einen Eindruck, so, ne? Und du sitzt als ein Neuanfänger da und denkst dir, bitte, was soll ich? Hä? Ich habe gerade nichts verstanden. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir darauf achten, dass wir einen Sprachgebrauch haben, den alle mitvollziehen können. Natürlich muss es in einigen Diskussionen der Einfachheitshalber, Entschuldigung, bestimmte Wörter geben. Ist klar, wenn ich jetzt über irgendwelche Gottheiten aus welchem System ist auch egal rede, dann muss ich ja den Namen der Gottheit mal benutzen. Aber vielleicht eine kleine Beschreibung oder so hinterhauen. Oder weiß ich nicht, nicht einsteigerfreundlicher Thread, weil viele Fremdwörter halt. Einfach davor schreiben. Ich glaube, das macht es wirklich einfacher für Leute, die keine Ahnung haben, worum es gerade geht. So, und das Letzte, und nee, das hab ich glaube ich schon gesagt. Ja, auf die Art und Weise achten, nicht einschüchternd zu wirken. Das wäre nett. Also permanentes Großschreiben finde ich zum Heulen. Das passiert auch gerade auf dem Nordpol etwas häufiger, was mich echt nervt. Was mich richtig nervt. Weil es einfach gleich, ich habe keine Lust, irgendeinen Beitrag zu lesen, in dem mich irgendwer quasi anschreit. Und dieses Großschreien ist ja immer, das nehmen Leute als Schreien wahr. Und will ich nicht. Sorry, ich will mir nicht 6 Seiten durchlesen, wo Leute irgendwie mit 15 Ausrufezeichen irgendwie eigentlich schreiben, wie blöd ich bin oder wie blöd irgendwer anders ist oder was auch immer. Also das ist wirklich tausendmal gesagt und im Internet irgendwie scheinbar nicht einzuhalten. Irgendwie schaffen die Leute es nicht. Und das, ihr merkt es vielleicht,
Ey, das ist für mich persönlich, ist das irgendwie so frustrierend irgendwann, weil es ist so einfach. Es ist so einfach, sich nett und freundlich auszudrücken. Es tut nicht weh und es ist nicht schwer, die Wörter einfach mal klein zu schreiben, die 15 Ausrufezeichen wegzulassen und vielleicht die eine oder andere Beleidigung wegzulassen. Das ist so einfach. Und schon ist die Diskussion viel mehr am Start. Alle haben Lust, sich daran zu beteiligen, zumindest die, die Lust haben. Und vor allem auch Neuankömmlinge. Im Moment hätte ich als Neuankömmling, der ich übrigens auch in der Rollenspiel-Community bin, spiele schon ein bisschen länger, nicht 30 oder 20 Jahre oder so, aber 5 Jahre oder 6 Jahre mittlerweile. 3 Jahre richtig aktiv DSA, ich glaube, 3 sind es. Keine Ahnung, davor habe ich was anderes. Ist ja auch egal. Aber für mich als Neuankömmling in dieser Community, muss ich sagen, war der Nerdpool am Anfang ein sicherer Hafen. So, wo ich wusste, wenn ich was schreibe, was möglicherweise nicht richtig ist, weil ich es einfach so mitbekommen habe, weil ich der Überzeugung bin oder was auch immer, das irgendwo so mit, was auch immer, dann werden die Leute mich nicht brandmarken und nicht. Du bist blöder Noob und halt die Fresse oder lern erstmal das Rollenregelwerk auswendig, du Arsch oder was auch immer. Sondern da wird einfach nett drauf hingewiesen, konstruktiv miteinander geredet. Und ich habe gerade den Eindruck, in einigen Threads auf dem Nerdpool, dass das gerade echt den Bach runtergeht und dass da gerade sich Leute auf die Fresse hauen, die seit 30 Jahren spielen. Und übrigens, für die Menschen, die die Kritik ge gemacht haben, dass das Problem irgendwie an dem Begriff Meister ist, dass da Leute sich abgeschreckt fühlen, mit tätig zu sein. Das, was da gerade passiert, in diesem einen Thread, jetzt mal ganz genau, in diesem blocksprengenden Thread, das demotiviert Menschen mitzumachen. Genau das. Beiträge, die 15 Seiten lang sind, ich übertreibe jetzt gerade mal mit Absicht, damit klar wird, was ich meine, das sind natürlich keine 15 Meter langen oder 15-seitigen Beiträge dabei, aber ja, manchmal, ich mache das ganz gerne, Übertreibungen zu benutzen als Stilmittel. Also diese seitenlangen Beiträge, das fettgeschriebene, das großgeschriebene, die 15 Ausrufezeichen, das mit sich rumschmeißen mit Fachbegriffen, mit anderen Blog-Einträgen, mit, weiß ich nicht, schlimmstenfalls 30-seitigen Diplomarbeiten, die Dr. XY mal gemacht hat, all das, all solche Sachen schrecken Menschen ab. Da mitzumachen. So. Und ich finde das super, wenn sich Leute wirklich eingehend mit Rollenspielen auseinandergesetzt haben. Und ich finde es wichtig, dass die Leute ihr Wissen teilen und auch mal sagen, hier, guck mal, was ich gefunden habe, dieser Blog-Eintrag. Aber wenn damit um sich geworfen wird und das auf so eine Art und Weise, die eigentlich sagt, guck mal, was ich alles weiß, dann ist das irgendwie ein bisschen schwierig. Wie gesagt, das will ich mal loswerden. Also wir sollten wirklich darauf achten, ja, wie wir das, dass wir das Neuankömmlingen so angenehm wie möglich machen. Und ey, ich bitte die Leute, die längere Zeit, die ist, ach, jetzt werde ich gesteinigt. Jetzt habe ich gesagt, oh, jetzt werde ich gesteinigt. Egal, werde ich sowieso. Die längere Zeit Rollenspiele spielen. Nein, wollte ich nicht sagen. Ich bin durcheinander gekommen in meinem Kopf. Die lange Zeit Rollenspiele spielen, ein bisschen darauf aufzupassen, keinen Stellvertreterkriege zu führen. Und das ist etwas, was mir richtig aufgestoßen hat, dass da wirklich Leute sagen, Rollenspiele seit 30 Jahren, ich finde, dass zu wenig für Neuankömmlinge gemacht wird. Kannst du sagen, aber ich finde, ganz ehrlich, das sollten die Neuankömmlinge erklären, das sollten die Leute klären, die gerade neu reingekommen sind. Die Leute sollten auch gefragt werden, wie es ihnen am besten und am leichtesten gemacht wird, Teil der Community zu werden. Und möchte nochmal darauf hinweisen, dass der Nerdpool einen Altersdurchschnitt von 17, 18 hat vielleicht oder was weiß ich. Also echt jung ist, was großartig ist. Großartig. Denn das ist ja auch ein bisschen das, was wir erreichen wollen. So, dann gibt es eine Diskussion, die für mich persönlich ein bisschen leidig ist. Wieder nur für mich, nicht allgemeingültig, sondern nur wieder nur für mich, meiner Meinung nach, ist die Diskussion, dass bestimmte Systeme Leute dazu zwingen würden, mehr Regeln einzuhalten oder verkrampfter zu spielen, nicht mehr so frei zu spielen, ist
falsch, meiner Meinung nach. Ich spiele DSA. DSA ist im Allgemeinen dafür bekannt, scheinbar wohl, was auch immer, dass die Meister ihren SpielerInnen nicht wirklich die Freiheit lassen, über die Welt zu bestimmen, wie sie gerne möchten. Das heißt, die Leute wirklich dazu zu zwingen, irgendwie so. Ja, das mag sein, dass es im offiziellen DSA so ist, aber ich spiele DSA, wie ich es spiele. And guess what? Die erste DSA-Runde, die ich in meinem Leben jemals gespielt habe, habe ich gemeistert. Ich hatte keine Ahnung von der Welt, ich hatte keine Ahnung von den ganzen Leuten, die da rumgesprungen sind, ich habe von den Göttern noch nie was gehört, mir wurde ganz kurz das Göttersystem erklärt, aber wer Brachios ist, keine Ahnung, wer Texas ist, keine Ahnung, wer ist das, kenne ich nicht. Alles, was gezählt hat, und ich habe mit Leuten zusammengespielt, die seit 10 Jahren DSA spielen, oder 5 oder 8 oder jedenfalls lange DSA spielen, alles, was gezählt hat, war, dass die Story geil ist. Punkt. Fertig. Aus. Vorbei. Kein anderes Ding hat gezählt. Es hat gezählt, dass wir Spaß hatten. Es hat gezählt, dass natürlich die grundlegenden Regeln eingehalten wurden, dass wir Würfel benutzen und keine Keulen, dass wir, keine Ahnung, nett miteinander umgehen. Alles andere war erstmal egal. Denn das ist das Wichtige, meiner Meinung nach. Und ganz ehrlich, mein Spielleiterstil geht mich was an. Und geht die Leute was an, die mit mir spielen. In einer guten Rollenspielrunde sollte es immer die Möglichkeit geben, Kritik zu äußern. Konstruktive Kritik. Hey, Meister Vini, ganz ehrlich, ich finde es toll, dass du dir das selber ausdenkst, aber ich würde gerne ein bisschen weiterkommen. Steck ein bisschen fest. Passiert auch noch ein bisschen mehr oder was auch immer. Hey, du hast ganz schön viel geredet das letzte Mal. So, und ich als Meister frage nach, habe ich zu viel geredet, habe ich euch die Freiheiten gelassen? Ist das so in Ordnung für euch? Wollt ihr so spielen? Habt ihr Probleme mit was auch immer? Habt ihr irgendwelche Probleme? Gibt es irgendwelche Dinge, die ihr auf keinen Fall im Spiel drin haben und spinnen? Was auch immer. Bei mir zum Beispiel ist in keinem einzigen Abend, in keiner Rollenspielrunde irgendeine Art von sexueller Gewalt geben, weil ich nicht weiß, was Leute erlebt haben, gerade wenn ich es live mache. Ich weiß nicht, was Leute erlebt haben, ob die nicht getriggert werden, ob die nicht daran erinnert werden. So. Zum Beispiel, all das geht meiner Meinung nach kein Rollenspielhandbuch rein, kein Regelwerk geht das an. Es kann allen anderen egal sein. Und dafür, meiner Meinung nach, sollte mich keiner kritisieren dürfen, außer die Leute, die mit mir spielen. Bisschen was anderes ist es natürlich, wenn ich Videos mache und Leuten sage, ihr müsst das so machen, ansonsten seid ihr nicht cool. Dann ist es was anderes. Aber selbst wenn ich mich hinsetze und sage, hey Leute, ich will euch heute mal zeigen, wie ich meistere, dann zeige ich euch, wie ich meistere. Dann sage ich nicht, hey, ihr seid alle scheiße, wenn ihr nicht so meistert wie ich, sondern ich sage nur, ich meistere so. Ich meistere, wie ich in den Livestream meistere. Das bedeutet, ich improvisiere fast immer. Ich habe meine Hintergrundsounds, ich habe eine Grundidee, wo es lang geht und ich freue mich, wenn wir wirklich in den Wald gehen, denn ich habe immerhin stundenlang daran gesessen, irgendwie das Knarren der Bäume hinzubekommen. Aber ganz ehrlich, die Leute verlassen die Stadt ist umgeben vom Wald. Tut mir leid, wenn sich da irgendwer jetzt beschissen vorkommt, dann kann er mir das sagen. So, und dann können wir das zusammen ausdiskutieren. Darum geht es. Das ist das Wichtigste. Ehrliches Statement von mir, das ist jetzt auf keinen Menschen bezogen. Wir sind wir Regeln, scheißegal, richtig komplett scheißegal, was in dem offiziellen DSA-Regelwerk, ich kenne 90% der Regeln nicht. Das Wichtigste weiß ich, den Rest. Ganz ehrlich. Und was das Wichtigste ist, fragt ihr euch vielleicht. Wie wird das eigentlich rausgefunden? Indem ich mit den Menschen rede, mit denen ich spiele. Die Leute sagen, wir legen Wert auf Realismus, wir legen Wert auf was auch immer. Was auch immer. Aber Regeln können verändert werden. Prominentes Beispiel dafür, einfach mal wieder aus dem DSA-Universum. Und es tut mir wirklich leid, dass ich permanent, aber ich spiele nun mal seit 3 Jahren DSA und habe zwischendurch jetzt nur ein einziges Mal Vampire gespielt und da kann ich jetzt nicht so richtig viel zu sagen. Deswegen. Wobei die Vampire-Runde awesome war. Awesome. Prominente Waffe aus dem DSA, so, da ist es so, wenn du in den Kampf kommst, ist es rundenbasiert, für die Leute, die es vielleicht nicht, DSA nicht kennen, es ist rundenbasiert, dann wird erstmal ausgewürfelt, wer zuerst dran ist. Wer macht einfach eigentlich den ersten Schlag? Wer ist der Schnellste? Gibt es einen Wert für, dann wird gewürfelt, wird geguckt, wird geschaut. Und dann ist es so, dass du zwei Aktionen hast. Das heißt eigentlich im herkömmlichen Sinne, du kannst einmal angreifen, einmal parieren.
Und bla bla bla. Das möchte ich jetzt erstmal nicht wirklich ausweiten, aber es ist so, dass du pro Aktion, die du in der Phase hast, wo du angreifen kannst, dass du die Aktion in Sprache ummünzen kannst, aber nur in drei Wörter. Warum das so ist? Realismus, pure Sache. So Aktionsrunde, da wurde gesagt, das sind so und so viele Sekunden. Also eine Aktionsrunde sind so und so viele Sekunden und so vielen Sekunden kannst du, wenn du normal redest und ich sage, dann kannst du halt einfach nur drei Worte loslassen. Wir in meiner Offline-Runde haben gesagt, ist uns völlig egal, völlig, ganz ehrlich. Wir haben Bock auf Atmosphäre und wenn ich so einen richtig schmissigen One-Liner droppen will und dir sagen will, wir werden euch vernichten, ihr miesen Idioten, dann hau das raus, weil Atmosphäre, was gibt es Tolleres, als in den Kampf zu schreiten und so einen tollen One-Liner abzulassen. Ich habe heute Butterbrot gegessen und Durchfall, voll cool. Und sofort denken sie alle, krass, der hat Durchfall, eindeutig, ich habe keinen Bock so drauf, ne? Mit dir kämpfe ich nicht und renn weg. Oder was auch immer. So. Also Regeln, ja, da mögen sich Leute drüber aufregen, die sagen, aber Regeln sind total wichtig, weil und hier und hier und hier. Und da gebe ich euch zum Teil recht. Es gibt grundlegende Regeln, die sollten nämlich klar sein, das weiß ich nicht, die. Was auch immer, ja, dass du irgendwie, wie schnell du rennst oder so, damit sich die Leute darauf beziehen können und wissen, was sie tun können, was sie nicht tun können, nicht? Aber jetzt ehrlich, alles, was weitergeht, ist mir richtig Wumpe und spreche ich mit den Leuten ab, mit denen ich zusammen spiele. Und solange die Leute nicht sagen, ey, wir finden deinen Meisterstil doof und ich hoffe inständig, dass ich da ein Meister bin, wo die Leute sich das trauen, weil das super, einfach super wichtig ist, meiner Meinung nach, kann ich getrost da voll. Das kann mir das echt richtig Wumpe sein, was in diesem Buch drin steht. Ganz ehrlich. Denn wenn wir in der Runde entschieden haben, dass das so ist, dann ist das so. Alles andere ist mir egal. Und mir ist eh die Atmosphäre viel, viel wichtiger und da verabschiedet sich mein Rechner einfach. Das ist ja abgefahren, dass er das einfach so zwischendurch machen darf. Das darf er nämlich eigentlich gar nicht. Das ist mir eh viel wichtiger. Jetzt rede ich auch schon wieder 27 Minuten. Das war ein kurzes Video von mir. Wo ich nochmal irgendwie dazu Stellung nehmen, wo, ja, Stellung genommen habe, bestimmt mich wiederholt habe und einige wirre Sätze drin sind, aber bei mir sind immer einige wirre Sätze drin. Das hat was mit der Art und Weise zu tun, wie mein Gehirn funktioniert und die Verknüpfungen in meinem Gehirn sind manchmal etwas seltsam. So zum Beispiel habe ich heute wieder festgestellt, was bei mir die Verknüpfung zwischen Kümmel und Alt besteht. Wenn ich Kümmel rieche, denke ich über das Alter von Menschen nach, was vielleicht ein bisschen seltsam ist. Aber es ist so. Ja, abschließend wieder mal, wieder abermals, Plädoyer, vielleicht ist auch mittlerweile egal, aber als Plädoyer an alle Leute, wenn ihr diskutiert, diskutiert nett, lasst das sein, Leute zu beleidigen und an alle Leute, die nichts anderes in ihrem Leben zu tun haben, und da muss ich mal jetzt ein bisschen direkter werden, als sich über einzelne Personen aufzuregen und extra in Foren zu gehen und Chats aufzumachen und zu sagen, geh doch mal du, den mag ich nicht. Ihr habt ein tolles Hobby. Rollenspiel. Ihr habt rausgefunden, dass ihr DSA nicht mögt, ihr habt rausgefunden, dass ihr die Art und Weise von einigen SpielleiterInnen nicht mögt. Super für euch, das ist großartig, denn dann könnt ihr euch doch in Rollenspielsysteme vertiefen, die ihr mögt. Aber lasst doch den anderen den Spaß, würde ich mal sagen. Also, weil, jetzt werde ich, spätestens jetzt werde ich geköpft und gevierteilt. Aber das ist völlig in Ordnung, denn ich spiele so, wie ich spiele und ich hatte bis vor 3 Monaten keine Ahnung, dass es so etwas wie eine Rollenspiel-Community gibt. Außer einem zwei Foren, in denen ich war, aus denen ich ach, sowas von schreiend geflohen bin. Meine Fresse, meine Accounts waren genau 4 Tage online. Danach habe ich sie wieder gelöscht, weil ich mir dachte, ey, ganz ehrlich, ihr habt doch alle irgendwie. Nee, Entschuldigung. Wer da irgendwie auf Fragen wie, ja, wie ist das in DSA, welche Götter gibt es, schreibt, ey, hast du ja überhaupt keine Ahnung, kauft dir auch einmal das Regelbuch, du Idiot. Wenn du solche Antworten bekommst, also ganz ehrlich, scheint Rollenspielen doch nicht das schönste Hobby der Welt zu sein, sondern scheinbar für die Leute,
gibt es nichts Größeres, als andere Leute zu kritisieren. Das ist toll. Und wieder einmal, um zu verhindern, dass ein falscher Eindruck entsteht. Kritik ist so wichtig und Kritik sollte immer, immer, immer erlaubt sein dürfen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Kritik auf eine bestimmte Art und Weise geäußert werden sollte. Dass immer die Frage herrschen sollte, wen kritisiere ich eigentlich gerade? Kenne ich den Menschen? Erstens, weiß ich wirklich, dass meine Kritik, dass die ankommt? Weiß ich, dass der Mensch wirklich so ist? Ich also behaupte, dass du ein Spielleiter bist, der seine Leute unterdrückt und der sich Geschichten ausdenkt, die so unglaublich einspurig sind, dass die Spieler in nichts machen können, also quasi so richtigen Levelschlauch erschaffe, dann kann ich dich kritisieren. Wenn ich aber überhaupt nicht weiß, ob das so ist und ob deine Aussage so gemeint war, wie du sie, also wie ich sie verstanden habe, und das, meine Damen und Herren, ist doch ein Gedanke, den ich zulassen muss, könnte es nicht möglicherweise sein, dass nicht der andere sich völlig falsch ausgedrückt habe, sondern dass ich, weil ich gerade schlechte Laune hatte oder warum auch immer, das falsch aufgenommen habe. Das sollte bei jeder Kritik mitschwingen. Gerade im Internet, gerade im Neuland sollten wir darauf aufpassen, dass wir das mitschwingen lassen. Denn ganz ehrlich, geschriebene Wörter können wirklich oft falsch verstanden werden, oder echt hart falsch verstanden werden. Damit wiederhole ich mich zwar andauernd, aber wie gesagt, das ist wichtig, das ist unglaublich wichtig. Und deswegen bitte ich auch wiederum alle Leute, ein bisschen Ruhe zu kommen und auch ein bisschen näher miteinander zu reden, ne? Der Schnott muss in Ordnung sein, sonst komme ich zu euch rüber, gestiefelt und trete euch in den Arsch. Könnt ihr mal wissen, ey. So. Das mache ich natürlich nicht. Das war keine Gewaltandrohung für alle Leute, die meine Ironie nicht. Ich mache mir irgendwann auch noch ein Ironieschild. Fällt mir ein, weil das ganz wichtig ist, weil ich benutze manchmal Ironie nicht im Neuland oder zumindest versuche ich es nicht zu tun. Aber na gut. Abschließend zu sagen, hoffe ich, dass Kritik weitergestellt wird, aber auf eine gute Art und Weise, auf eine nette Art und Weise, so dass wir alle Sachen beheben können, die euch irgendwie annerven, und nochmal den kleinen, nicht die Aufforderung, sondern die Bitte an alle Leute, die neu auf dem Nerdpool sind und vor allem, die gerade neu anfangen zu zocken. Wie wollt ihr das haben? Wie können wir alten Hasen in Anführungsstrichen, wir Leute, die schon länger spielen, das euch angenehm machen, reinzukommen? Wie habt ihr das Gefühl, dass ihr dazugehört? Und vor allem, wie habt ihr das Gefühl, dass ihr Fragen stellen könnt, dass ihr euch mit einbringen könnt? Was ist da euer Augenmerk? Worauf achtet ihr? Falls ihr Lust habt, dazu was zu sagen, macht doch einfach, haut das in Nerdpool, macht doch einfach ein Video oder wie auch immer. Möglichkeiten sind zu tausend da. Schreibt mir eine E-Mail und sagt, Bini, kannst du das bitte weitergeben, anonym? Ich möchte nicht, dass mein Name genannt wird. Dann gebe ich das, falls das nicht schlimmste Beleidigungen zum Inhalt hat, gebe ich das gerne weiter oder macht da ein kleines Video drüber, wenn ihr nicht Angst habt, dass ihr da irgendwie für gedisst werdet. Ja, also es gibt tausend Möglichkeiten. Ich hoffe, wir machen das. Wir machen das. Wir haben das ja auch bis jetzt immer gemacht. Und damit bin ich bei 33 Minuten. Das sind schon mal 33 Minuten mehr, als ich reden wollte. Nein, 20 Minuten mehr, als ich reden wollte. Wir sehen uns. Viel Spaß noch. Viel Spaß beim Rollenspielen. Und bis bald. Tschüss. Ja, da bin ich wieder. Ich rede noch ein bisschen.